Moin, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf First Review. Nach immerhin 2 Jahren jetzt endlich mal wieder hier ein Beitrag auf diesem Kanal und ja, viel Spaß. Ja, und damit herzlich willkommen nochmal zu einem neuen Video hier auf First Review. Heute habe ich für euch eine Grafikkarte, die ich in China bestellt habe, und es handelt sich dabei, laut den offiziellen Beschreibungen, um eine Nvidia GeForce GTX 960. Das heißt, eine Grafikkarte, die sich so im Preisbereich von 200 Euro bewegt. Ich habe für diese Karte allerdings in China nur 40 Euro bezahlt und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob diese Grafikkarte das verspricht, was sie hält, nämlich eine GTX 960 zu sein mit entsprechender Leistung. Und wir fangen einfach mal an bei der Verpackung. Wir sehen hier auf dem Karton erstmal ja, einige Symbole. Better Photos, Better Videos, Better Gaming, Better Performance. Wir bleiben gespannt. Hier oben, man sieht es gerade schlecht mit dem Licht, aber hier steht Windows 10 und kompatibel mit Windows 7. Dann Graphic Card. Auf der Unterseite, man sieht es hier, Graphic Card, oder Graphics Card besser gesagt. An der Seite Graphics Card. Windows 10 kompatibel mit Windows 7. Und dann hier zum ersten Mal überhaupt erwähnt, was für ein Modell es sein soll, nämlich die GTX 960. Graphics mit 4 GB DDR5 Speicher mit 128 Bit Anbindung bei VGA, DVI und PCI Express. Interessante Angaben. Wir werden sehen. Auf der Rückseite ein bisschen Blabla und ein paar Beschreibungen von Nvidia. Und ja, das war es im Grunde genommen. So, und ich würde vorschlagen, wir machen das Ganze einfach mal auf. Wir finden in der Box erstmal einen Adapter von 4-Pin Molex, zweimal auf 6-Pin ATX zum Stromversorgen der Grafikkarte. Dann haben wir hier, ich nehme mal an, das soll die Grafikkarte sein, und noch einmal eine Treiber-DVD. Kommen wir mal hierzu. Und ja, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob diese Grafikkarte den Versprechungen gerecht wird. Und wenn man das Ganze dann mal auspackt, haben wir hier noch eine antistatische Folie, in die das Ganze verpackt ist. Und ja, das hier ist die Grafikkarte. Und ja, was lässt sich erstmal sagen? Naja, Anschlüsse. Interessanterweise HDMI, VGA, DVI. Interessant ist, dass es eigentlich keine Nvidia GeForce GTX 960 gibt, die solche Anschlüsse hat. Das Kühlergehäuse ist aus Plastik und interessanterweise ist hier an diesem Anschluss auch nur einer, also zwei der 4 Pins belegt für die Lüfter. Das heißt also, der wird die wahrscheinlich nicht einzeln ansteuern können. Ansonsten, hier hinten haben wir nochmal ein Schild, Nvidia GTX 960 Graphic mit 4 GB DDR5. Das ist also faktisch schon mal der Aufkleber, der auch draußen drauf war. Hier oben haben wir dann noch einen SLI-Anschluss und ja, genau, also so vom ganzen Ding her wirkt nicht besonders robust, ist verhältnismäßig relativ leicht. Hier ist der Stromanschluss. Ich werde jetzt einfach mal kurz noch meine Grafikkarte holen, die ich normalerweise in meinem Computer habe. Und zwar handelt es sich dabei um eine Nvidia GeForce GTX 660 von Zotac. Ich habe die einfach mal ausgebaut. Und was erstmal auffällt, die Lüfter sind kleiner als bei der neuen, bei in Anführungszeichen 9. Insgesamt haben wir bei der hier natürlich ein bisschen Staub, ist klar. Ansonsten haben wir einen Metallkühler. Hier diese Anschlussblende ist deutlich robuster.
und deutlich modernere Anschlüsse. Obwohl diese Grafikkarte ja auch nicht mehr die allerneueste ist. Größentechnisch genau gleich. So, dann würde ich sagen, wir bauen die jetzt einfach mal in den Computer ein und schauen dann mal, wie das Ganze so performt. Aber so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ging es leider dann doch nicht, denn die Grafikkarte ließ sich auch mit relativ hoher Gewalt nicht in das Gehäuse einbauen. Aus welchen Gründen auch immer. Man sieht das jetzt hier gleich auf der linken Seite, sind so ein bisschen die Kontakte auch nicht richtig im Port drinne. Was dann zur Folge hatte, dass auch auf der rechten Seite jetzt hier der HDMI-Port nicht benutzt werden konnte. Der Lüfter scheint zwar prinzipiell zu funktionieren, macht allerdings ein relativ unangenehmes Geräusch. Hört selbst. Und das war kurz nach dem Booten vom Rechner. Kommen wir aber nochmal kurz zur Herkunft der Grafikkarte. Bestellt habe ich diese nämlich über die Internetplattform Wish, die ein bisschen ähnlich ist wie Amazon Marketplace. Hier bieten nämlich Händler aus aller Welt ihre Produkte an und die meisten davon sitzen tatsächlich in China. Nach längerem Suchen und einigen kuriosen Angeboten findet man dann hier auch so manches, was manchmal ganz interessant ist. Und so bin ich letztlich auch auf diese Grafikkarte gestoßen. Wie man hier schon sieht, es gibt erstens verschiedene Modelle, zweitens kann man hier erstmal 50 Euro ausgeben statt angeblich 354 und hier unten sieht man auch schon direkt 44 Euro, also im Grunde genommen wird das Ding durchgehend runtergesetzt. Natürlich kommen da noch Versandkosten drauf, aber zusammen mit dem einen oder anderen Couponcode und hier noch einem anderen Produkt kann man es tatsächlich schaffen, auf 40 Euro für die Grafikkarte zu kommen. Ob sich das Ganze lohnt oder ob ich jetzt hier den letzten Scheiß gekauft habe, das will ich jetzt mal herausfinden. Zu diesem Zweck habe ich mir einige Programme runtergeladen und da werden wir jetzt mal ein bisschen durchgucken. So, sorry, mir ist gerade aufgefallen, dass hier irgendwie der Farbraum furchtbar ist. Ignoriert das, das ist tatsächlich normal. Ansonsten habe ich mir gedacht, wir starten einfach mal ein bisschen mit einem Praxistest und starten mal ein Spiel, das jetzt nicht mehr das alleraktuellste ist, aber zumindest mal 3D-grafisch ganz gut, was auf dem Kasten schon hatte. Und zwar Assassin's Creed 3 und ihr könnt euch jetzt einfach mal angucken, wie das Ganze so aussieht. Das Ganze läuft erstaunlich flüssig, allerdings immer wieder mit leichten Aussetzern und einer insgesamt relativ schlechten Bildqualität. Leider kam es immer wieder zu Texturfehlern, wodurch die Aufnahme nicht zuletzt auch abgebrochen ist. Trotzdem, das Spiel lässt sich spielen, theoretisch. Flüssig läuft es auf jeden Fall. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Grafik hochgedreht. Während der Aufnahme war es leider nicht möglich, Minecraft im Fullscreen-Modus zu starten, jedoch sind die FPS-Zahlen, die da erreicht werden, ungefähr die gleichen ohne Aufnahme. Hauptproblem bei Minecraft, genauso wie bei Assassin's Creed allerdings auch, dass plötzlich irgendwelche Texturen nicht mehr angezeigt werden nach einiger Zeit und wenn man es darauf anlegt, wird das richtig krass nach einer Zeit, bis Minecraft irgendwann noch abschmiert und die Grafikkartentreiber zurückgesetzt werden, so wie das jetzt hier gerade der Fall war. Spiele wie Watch Dogs oder auch GTA 5 sind leider innerhalb des Ladebildschirms meistens eingefroren. GTA 5 ließ sich im abgesicherten Modus tatsächlich kurz starten im Fenstermodus, hatte dann allerdings das gleiche Problem wie eben bei Minecraft, nämlich extreme Fehler, was die Texturen betrifft. Das Einfrieren ist leider auch bei Cities Skylines passiert. Hier bin ich nicht einmal ins Spiel reingekommen, es ist immer im Ladebildschirm hängen geblieben und der Rechner ist danach meistens auch direkt abgestürzt. Was mich jetzt allerdings zu einem nächsten Punkt bringt, und zwar der Tatsache, dass diese Grafikkarte sich alle Mühe gibt, eine GTX 69 zu sein. Beim Neustarten sieht man zum Beispiel das hier.
zu guter Letzt nochmal kurz hier einen kleinen Benchmark-Test und naja, 25 FPS und 21 bis 20 mit einer Aufnahme sind nicht wirklich glaubhaft, wenn man sich überlegt, dass es sich hierbei eigentlich um eine extrem leistungsfähige Grafikkarte handeln sollte. Und wenn man sich so durch verschiedene Foren durchliest, dann kommt man irgendwann darauf, dass es sich möglicherweise um eine Nvidia GTX, GTS 450 handeln könnte. Und wenn man dann mal in die Hardware-Daten reinguckt von der besagten Grafikkarte, fällt schnell auf, dass es sich hierbei tatsächlich darum handeln könnte, denn sowohl Speicherbandbreite als auch eben der GPU-Takt und Speichergeschwindigkeit stimmen alle mit der Software hier, die ich ausgelesen habe, mit der Zotac Firestorm, überein mit den Daten. Und das, obwohl wirklich überall vermerkt ist, dass es sich dabei eigentlich um eine GTX 960 handeln sollte. Kommen wir noch kurz zu einem Fazit. Naja, grundlegend wäre die Grafikkarte wirklich in Ordnung. Das Hauptproblem sind tatsächlich die ganzen Abstürze. Verursacht durch wahrscheinlich einfach Speicherfehler und oder falscher Speicherbelegung, denn die Grafikkarte gaukelt sich selbst vor, sie hätte 4 GB, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass sie das hat. Wenn man das Software- und Hardware-seitig entsprechend fixen würde oder könnte, dann wäre es durchaus machbar, hier eine relativ gute Grafikkarte für 40 € zu bekommen. Solange das nicht funktioniert, naja,